Get the fuck over here! Now! Scheiße. Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Get the fuck over here! Fuck, komm schon. Und wir haben eine Quick-Time-Event! Oh mein Gott, wo kam der denn her? Komm schon. Ja, du hast doch angefangen, du Arsch! Geh weg, du Arsch! Verdammt, haben die... Richtig so! Die haben Crystal, glaube ich, abgeknallt. Also ich habe zumindest einen Schuss gehört. Verdammt! Die haben Crystal einfach... Also ich habe einen Schuss gehört. Ich wollte sie ja unbedingt... Okay, ich drück mal ganz schnell Q. Guten Appetit, sage ich schon mal. Scheiße, nein. Das geht jetzt ja schon wieder so los. Komm schon, ich drück doch Q. Oh Gott. Guten Appetit, ich bin weg. Oh Gott, ich habe viele Quicktime-Events. Ich bin total überfordert. Ich glaube, das bringt nichts. Scheiße, noch direkt. Oh nein. Ein Wasserstrom. Oh Mann, wenn sie jetzt gegen einen Stein knallt, ist zu weh. Das kann doch nicht schon so anfangen. Vielen Dank, Telltale. Ich habe mich gerade gefreut, dass sie nicht alleine ist, sondern erst Omid. Hier ist auch noch Krista wahrscheinlich. Ich meine, wir haben sich gesehen, aber ich habe einen Schuss gehört. Und sie war ja unbewaffnet, genauso wie sie. Vielleicht hätten wir was machen können, hätten wir den Holzklotz noch gehabt. Oh. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Clementine. Jetzt haben wir wieder niemanden. Ich meine, das Mädchen ist mittlerweile... Ich glaube, wie alt müsste sie sein? 10, 11? Kids Camp. Und Leichen. Aber man merkt schon, dass es sich innerhalb von den 16 Monaten jetzt nochmal extrem geändert hat. Die Menschen vor allem. Man kann wirklich niemandem mehr vertrauen. Es gibt ganz kleine Gruppchen irgendwie nur noch, halt Einzelgänger, wie das Mädchen vorhin. Die sich aber auch auf keine anderen Leute mehr einlassen, ne? Wie es aussieht. Ich gehe mal davon aus, einfach weil sie kämpfen alle um ihr Überleben und je mehr Leute es sind, desto weniger Essen kriegt man selber ab. Ich denke mal, so läuft es jetzt. Versucht sich selber am Leben zu erhalten und allen anderen gegenüber ist man misstrauisch und... Möchte die aus dem Weg haben. Krista, are you there? Da liegt eine Leiche. Oh nein. Toter Streu. Oh nein. Sag nicht, dass es Krista ist, ne? Sag nicht, dass es Krista ist. Ist es Krista? Nee, oder? Könnte das Krista sein? Ist auf jeden Fall ein weiblicher Walker, aber... Krista hatte, glaube ich, andere Sachen an, ne? Die hatte, glaube ich, ein orangenes Oberteil. Und wo sind wir überhaupt? Ich denke nicht, dass wir hier noch nah dran sind an Krista und da, wo wir eben waren.
Sie hat wirklich niemanden mehr. Wir haben alle verloren, die uns irgendwie nahe standen. Das ist schon hart. Und wie gesagt, irgendwann geht einem... Oh nein, ich würde schon wieder rascheln. Irgendwann geht einem sicher auch die Kraft aus und der Wille, das überhaupt zu machen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr werdet ganz allein auf euch gestellt bei so einer Zombie-Apokalypse. Und dann auch noch als Kind, ne? Warnschild. Ach du Mist. Be aware of surroundings. Bären, Kojoten, Schlangen. Oh Gott. Ja, wenn sonst nichts ist. Und Zombies. Habt ihr vergessen. Übersteigen. Aber ich frage mich jetzt auch, was mit dem Mädchen oder nicht mit dem Mädchen, mit dem Kind passiert ist von Krista. Hat sie das Baby verloren? Ist es gestorben vielleicht? Oder aus Schock? Vielleicht eine Fehlgeburt? Und sie hat ja nicht einmal eine Jacke, nix. Es wäre eigentlich schon hilfreich, eine Stadt zu finden, wo es vielleicht mehr Chancen gäbe, noch Sachen, die uns hilfreich wären, zu finden. Aber wir wissen ja, Städte sind es nicht wert. Einfach weil die Gefahr zu groß ist. Wir haben uns verlaufen. Oh Gott! Ihr blöden Krähen, macht das nicht! Hier ist nix. Und ich finde die, Musik im Hintergrund wieder so atmosphärisch schön. Da zuckt was. Das könnte. Das hat einen Schwanz. Das ist ein Vieh. Ein Wuffi. Bist du ein Sam? It's okay, boy. It's okay. Oh oh. Der gehört vielleicht jemanden. So, where are your owners? They around? If they are, I hope they're nice. Na, ob wir dem trauen können? Ich wollte es auch nicht gleich streicheln und so, weil... Nicht, dass wir gebissen werden. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Andererseits ein Hund? Abgerichteter Hund ist schön an der Seite. Sieht aber auch schon ziemlich mitgenommen aus. Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Bleib, der Hund ist bei uns. Ich finde ihn süß. Vielleicht hätte ich doch mal. Gucken wir mal, ob wir den streicheln können. Was denn? There you go. I'm not gonna hurt you. Ach so, ne? Erstmal den Hund lieb haben, gell? Find anything yet? Ja, auch ein Hund kann hilfreich sein und man ist nicht allein. Gotta check meine, everywhere. Oh, nee. Obwohl, sind wir mal ehrlich, drumherum sieht es auch schon aus wie eine Müllhalde, das ist auch Wurst. Aber ich würde auch meine Katzen mitnehmen, wenn ich irgendwie auf einer Zombie-Apokalypse wäre. Well, here we go. Oh, vor allem wie alt das schon sein muss. Oh, nee. Da wird man doch auch sicher krank. Oh my God. Thank you. Was ist denn das? Look, a can. Ja, die sieht ja schon schlecht. Something to open it with. Aber das muss doch schon so extrem alt sein. Hallo, kann man das überhaupt noch essen? Ich meine, wenn das abgelaufen ist, ist das doch auch... Naja. Ich weiß ja nicht. Ein Grill, der futsch ist. Nothing left here. Ja, schon so lang. Da steht das hier rum, dass das alles komplett durchgerostet ist. Looks like it's been here for a while. Hm.
Kenne ich doch. Das Foto kenne ich irgendwoher. Hat das was mit 400 Days zu tun? Ich meine, das Foto kenne ich. Ich weiß noch nicht, woher. Kinderspielzeug. Nothing edible. Frisbee? Hey, wanna play? Wanna play catch? Ist ja schon irgendwie niedlich, aber ein bisschen Spaß okay, muss sein. Get back. Oh, wie süß. Good boy. Bravo, Fee. Good boy. Also hier ist definitiv keiner mehr, glaube ich. Anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Ich bezweifle ganz ehrlich, dass hier noch jemand ist. Das ist einfach so mitgenommen, alles hier kaputt, zerstört. Liegt viel zu lang rum. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand ist. Empty. Better keep looking, boy. Wir brauchen jetzt ja irgendwas, um die. Wir haben jetzt ja eine Dose, aber wir brauchen irgendwas zum Öffnen. Am besten Dosenöffner. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Wie kriegt man eine Dose auf, wenn man keinen Dosenöffner hat? Ist sicher nicht leicht. Hey boy, what's the matter? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Shh, we have to be quiet. Schon, Junge. It's okay. He's dead. Naja, tot oder tot, tot. You can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Hm, haben wir ja bei Lee auch schon gesehen. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Naja, an sich Sache. I think he had himself tied up. Or did someone force him to do this? Wer weiß. That looks like it hurt. I bet we could open the can with that, though. Ja, aber ob das so gut ist, ich meine, da ist ja auch Zombie-Blut dran, ne? Erstmal von seinem Leid vielleicht erlösen. Oh. Stand back, okay? Ja, dann. Nicht hingucken, Clem, nicht hingucken. Obwohl, ist es ja wahrscheinlich schon gewohnt. Auch immer noch nicht. Typi. Jetzt. Sterb doch mal. Komm. Oh, der hört nicht auf zu zucken. Und nochmal mit Schmaggels rauf. Lieber nochmal, um sicher zu gehen. We just have to stay out of their reach. Oh, kleine Wuffi. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Dann doch das Messer, obwohl das sollten wir erstmal sauber machen, bevor wir das benutzen, weil Zombieblut. Ja, aber ob das reicht? Still pretty sharp. Okay. Weil wenn ein well, now we're getting somewhere. Wenn ein Biss sich anstecken kann, warum dann nicht Zombieblut? Wenn er jetzt. Eigentlich heißt es ja, wenn man das auch im Mund und so kriegt, ne? Das heißt, wenn sie das Messer jetzt benutzt, ist das doch ziemlich bescheuert, oder? Also ich weiß es jetzt nicht direkt. Naja. Please don't be bad. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Erstmal überlegen, ne, ob das überhaupt was wird.
ist das? Könnte Bienen oder so sein? Bienen. Bies. Ihr wisst schon, Bohnen. Bies. Bohnen? Oh oh. Was ist denn das? Doch, Bohnen, ne? Thank God. Und gib dem Hund auch was. Der hat auch... Oh, guck mal. Sünde. Komm, gib ihm auch was. I guess you are pretty hungry too. Here you go. Komm, teilen wir ihm ein bisschen was. Hey, you don't eat it all. What the fuck? Was ist das denn jetzt auf einmal? Was? Oh nein. Oh nein. Oh, ich kann ihn so nicht zurücklassen. Oh, nee. Oh, na. Oh. I'm sorry. Ich kann ihn doch nicht da so leiden. Oh. Sorry, aber das wäre doch für den auch noch gefallen jetzt gewesen. Und ich verstehe das nicht. Warum hat er uns angefallen auf einmal? Wegen dem Essen. Hätte ich ihm nichts geben sollen, aber dann hätte er uns wahrscheinlich auch angesprungen, oder? Ach, das ist doch scheiße. Also ich finde definitiv, dass die zweite Staffel jetzt am Anfang ja schon schlimmer ist als die erste. Also jedenfalls vom Anfang jetzt her. Wir sind verletzt, wir haben nichts zu essen, alle sind tot. Der Hund hat uns auch verlassen. Ich schätze mal einfach, der wollte das Essen nicht teilen, weil Tiere verstehen das ja nicht mehr. Und wenn die das als Beute ansehen, dann kämpfen die ja um die Beute, aber... Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Oh, Clem. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Weglaufen, das sagst du so leicht. Wie denn? Kann ich laufen? Ich kann nicht weglaufen. Sie ist viel zu schwach dafür. Ich drück doch Q. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get him.
I think we're safe. Ist das nicht der Knasttypi, der eine? Yeah, we're good. Oder täuscht mich das jetzt der... Hey, ist er aus vorne... Der ist der Knasttypi. Ist der das? Ich bin mir nicht sicher. I think so. Ich lass mich mal tragen, wenn schon. Na, wenigstens mal welche, die uns nicht umbringen wollen. Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. Yeah. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, das kommt mir sogar auch komisch vor. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. For now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. All right. Let's see it. Whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ja, von einem Hund. Vom Tollwütigen, ey. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Serious. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Musste ich doch, der hat doch gelitten. Der war ja schon am Sterben. Clementine? Soll ich ihn da zurücklassen und zucken und sterben? Yes. You telling us the truth? Ah. You look me in the eyes when you answer. Of course I am. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Boah. Wir haben es aber auch nicht leicht. Es ist zwar gut für sie, dass sie jetzt ein Grüppchen gefunden hat, aber... Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Oh. Oh, shit.